rote ist neu, oder? Ich glaube, den roten habe ich noch nicht. So, diesmal weg. Geh weg mit dir. Den roten haben wir noch nicht. Gib dir auf, gib dir auf. Oh. Komm bitte, gib jetzt auf. Gibt er wahrscheinlich nicht mehr, oder? Weil ich mich schon wieder verdrückt habe. Ah, das ärgert mich. Na gut, was soll's. Kann man leider nicht ändern. Den Blond. Mit dem... Der hat eine violette Krawatte. Ist das vielleicht der Boss von denen? Das könnte der sein. Ich glaube, das ist auch der. Ja, das ist auch der. Ah, ja, gar nicht. Zack, wie die sich alle dann da wegducken immer. Bleib da! Danke. So, sehr gut. Wir essen einen Apfel und dann hauen wir uns Naschzeug rein. Zähne. Fracker. Sure. 12, das ist okay. Und hier ist das Süßigkeit. Sure. 16, okay, Gummibärchen. Uh-huh. Okay, 22, Melonenminze. Sure. 24. Okay. Alles klar. Then. Alter, die muss ja jetzt so Bauchschmerzen haben. So, gut, Leute, wir haben da alles durch. Wir haben nicht alles durch. Es? Ach komm, Leute, das ist so viel Kram, das kann ich ja gar nicht alles kaufen. Was ist, wenn ich das jetzt kaufe? 10% Chance, zwei Gegenstände von Automaten zu erhalten. Kann ich das da ausrüsten? Wo gehört denn das hin? Da gehört es nicht hin. Warum kann ich da unten nichts hinpacken? Was haben wir denn ausgerüstet? Ja, gegen weibliche Feinde. Erhöht den Belohnungsbetrag von Goda-Emissionen. Oh, Goda-Emissionen. Oh Gott, das heißt, wir haben mehr Aufträge von dem Typen. Ah, toll. 10% Chance, der Gegenstand von Automaten zu erhalten. Kann ich das Ding gar nicht verkaufen? Von Automaten? So oft kann ich Automaten gar nicht verprügeln. Naja, wurscht. Na gut. Zack, weg mit euch. Okay, ich habe auf jeden Fall einiges zum Kaufen. Also hier ist ein Laden. Und da vorne ist halt noch ein Laden. Kriegerschrank, sehr interessant. Der hat halt mehr so den anderen Kram, sag ich jetzt mal. Will ich jetzt aber nichts kaufen, weil ich, ja, weiß nicht, vielleicht brauche ich ja die Kohle dann noch. Da kommt man eh nicht rein. So viel Gewalt. Alter. So, Lolli. Das sind noch die Mülltonnen. Die ist auch mal weg, sehr gut. Ja, ich hole mir das alles dann später. Oh. Mit dem meisten kann ich nicht quatschen, aber... Ah, der da! Oh, hey Hiroshi. Did you get your Space Girls comic book thingy? Cosmic Mega Babes? Yeah, but they only had the standard edition cover. Ugh. I could barely bring myself to read it 3 times. We can't find Yamada. Anywhere else he might be? He also hangs around the construction site. But if you go there, be careful. Why? Because it's a construction site. Oh yeah. Anyway, thanks and stuff. Anytime. I mean, like, literally anytime. My life is pretty boring. Was?
Also das, dieses Mega-Babes-Ding, das ist wahrscheinlich irgend... Oh. Irgendwas mit riesiger Oberweite. Nehme ich mal an, also so assoziiere ich das Mega. Oder halt irgendwie, keine Ahnung. Oh, hallo. Dich habe ich aber schon gehabt. Oh, dich kenne ich auch schon. Dich kenne ich sowieso. Dich habe ich schon, keine Ahnung, wie oft mal verprügelt. Wo war's? Beide schon weg? Warum? Autsch. Ja, das hätte ich kommen sehen müssen. Aber sehe ich natürlich nicht. Das auch nicht. Level up, geil. Ja, super, wir machen Tischfight. Wie in The Raid 1. Zack, weg mit dir. Und weg mit dir. Auf jeden Fall der Typ so. Er musste sich überwinden, das dreimal zu lesen? Ist ja auch ganz dicht, oder? Wenn es einem doch nicht gefällt, dann lies es doch nicht so oft, Mann. Also den habe ich fix noch nicht. Den habe ich schon. Komm schon, nein. Weg mit dir. Friends? Okay, ich kann da aber auch weiter. Wo muss ich denn dann hin? Ich denke mal, da unten geht's dann aber dorthin, wo ich noch nicht hin will. Please, enter. We have only the finest goods. Oh, Tea Party. Ja, ich weiß nicht. Ich hol mal den ersten Tee hier. What a glorious purchase! 20%, also 20 Ausdauer. Boah, das merke ich mir nie. Vor allem, das alles da für die Dinger da zusammen zu kramen. Für diese zwei Shops hier in der Mitte. Ich würde halt schon gern wissen, was die alle beinhalten. Also sonst mache ich es halt so. Ich mache jetzt halt hier in dem Sektor noch die ganzen Aufträge und dann gehe ich einfach Geld farmen. Also wundert soll ich dann halt, oder soll ich es halt aufnehmen? Ich glaube aber zum Aufnehmen ist halt ziemlich öde, wenn ich mich da die ganze Zeit noch durchprügel. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Aber die Sache ist halt die wieder. Wenn ich, wie heißt's? Wenn ich Charaktere treffe, die ich noch nicht hatte, die rekrutiere ich dann ja. Die will ich euch ja auch so zeigen, wenn ich die aber nicht mehr sehe. Ah, ich glaube, ich nehme einfach alles auf. Einmal ein bisschen rumfarmen. Ich muss wahrscheinlich hier noch einige Male zurück und so. Mit dem Tee laden. Ja, das wird schon irgendwie klappen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hey, geh weg. Ich muss da nach oben. Wie komme ich da nach oben? Ach man, wie komme ich denn da hin? Oh, genau im richtigen Moment den Charakter aufgenommen. Okay, die haben wir jetzt auch schon. Wir haben ja jetzt alle Mädels, alle Cheerleader-Damen hier. Die Truppe ist vollständig. Aua, aua, aua. Die Sache ist halt nur immer, wenn man stirbt. No. Ja, ich krieg keine Kohle dafür. Wie komme ich denn da hin? So
Poster ist cool. Komm ich da auf die... Nee. Wie komme ich da hoch? Echt jetzt? Ja gut, Was? Da haben wir alles, ist klar, aber wie komme ich da nach rechts? Brauche ich da erst einen Schlüssel dafür? Der macht so einen Eindruck, oder? Oh. Warum will der mich mit dem Ding da verprügeln? Ich müsste es auch immer übertreiben, ihr Straßengangster. So, das Ding ist kaputt. Der ist mal tot, verprügelt, wie auch immer. Ich glaube, die sterben da nicht. Und das spawnt die nächste. Ja, gibt halt schön Kohle, habe ich nichts dagegen. Oh, ich kassiere auch ordentlich. Ey, ich stand da doch gar nicht mehr. Toll, danke. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder zum Laden gehen, weil ich langsam kein Leben mehr habe. Die beiden sind mal weg. Das ist auch weg. Alter, die geben aber halt fast nichts mehr. Ah, ich bin dumm. Ich muss dahin und dann nach rechts. Jetzt muss ich nach rechts. Geht das? Ja, das geht. Super. Sehr gut. Was? Die sind beide weg. Mal schauen. Hoffentlich sind da drüben nicht auch noch Läden. Hoffentlich ist nicht alles voller Läden. Vielleicht, ich könnte das auch am Ende des Games machen, so kurz vorm Ende, dass ich kurz grinde. Is this a construction site? It's so yucky. Yo, Magic Boy! You up there? My name's not Magic Boy! He's up there. Come on, let's go beat some info out of him. Schlagen wir ein paar Informationen aus ihm raus, schön. Da oben komme ich nicht hin. Sehr gut, Hammer. Okay, geht eh nur da lang. Hä, warum kann ich dann aber da nach oben? Polizist? Zwei Polizisten. Ah, der Graue, der ist neu. Graue, der ist neu. Den Grünen habe ich schon, oder? Den Grünen habe ich schon. Alter, wie viele denn noch? Der Orangen ist auch neu. Mann. Gut, der ist auch weg. Warum geben manche 0 XP und andere nicht? Das verstehe ich nicht. Gibt er auf? Sehr gut. So, die Matsui. Okay, da fehlt noch einer. Weiter geht's. Hä? Ah! Ladies, welcome to my lair. This is a rooftop. Yeah, not even a finished one. If rooftops can be lairs. Whatever, we're looking for Kunio and Ricky. That big girl said you hang out with them, do ya? As if. Those guys are losers. What did he say about my Ricky poo? Chill, Kyoko. I'll chill this guy's face! Relax, I haven't talked to him in years.
I thought you guys were friends. We were. A long time ago. What's happening? It's a flashback. No one cares, Yamada! We were just kids then. I was 10 years old when my family moved to River City. I hated them for moving. I hated having to leave my friends behind. I hated lots of things. I hate you guys! Is this gonna take long? I was sure I'd never make another friend. But as we unpacked, this boy across the street said hello. Hey. His name was Kunio, and he seemed nice. He is nice. Now where is he? Is Ricky in the story? Kunio and I became best friends. We read comics together, watched TV, played Intergalactic Space Rangers. Life was good. Aw, see, that's sweet. Only because Kunio's in it. Then one day, a girl transferred to our school. Her name was Hasebe, and she was an angel. It was the first and last time I ever fell in love. Hasebe, I can't stand her. Yeah, she's sort of the worst. I ran to the park after school that day, excited to tell my best friend Kunio about the girl I would soon marry. Wait, aren't you like 10? Yeah, that's pretty weird, dude. But when I got to the park, Kunio was already there. And so was Hasebe. Oh, dang, that's hecka sad. Or Kunio, maybe. That trash girl never deserved him. That night, I decided I would get my revenge. On Kunio, on Hasebe, on everyone. I turned to the dark arts to become stronger. That's creepy. I don't like scary things. Wrap it up, Merlin. Then later, in middle school. Okay, we get it, jeez. I lost the love of my life and my best friend in the same day. But thanks to the dark arts, I would never again be. Okay, wait up. Love of your life? You barely met the girl. Did he even meet her? Wait, yeah, did you even meet her? Love needs no introduction. That's not how love works. Listen, freak show. I don't care about your childhood, your crush on trash queens, or any fakey magic tricks you learned. We're looking for Kunio. And Ricky. And Ricky. So either tell us who took him, or stop wasting our time. You girls are all the same. We look nothing alike. Always insulting me, always treating me like dirt. You look like dirt. You know, part of why I learned the dark arts was to meet girls. Looks like that's about to pay off. Ew. Okay, Bossfight. Ganz ehrlich, ich muss mir jetzt teilweise mein Lachen echt verkneifen in der Zwischensequenz, weil es halt echt so bescheuert war. Oh, er ist runtergefallen. Ah, okay, das ist ihm egal. Alter, okay, der hat drei Balken. Alter, es ist halt so... Aua. Toll, danke. Mann! Oh, jetzt bin ich gleich tot. Das ist nicht geil, jetzt bin ich gleich tot. Also ich musste mir halt echt das Lachen verkneifen, weil es halt so... Ja. Gut, jetzt verliere ich Kohle, oder? Ja. Fortsetzen. Jetzt habe ich wahrscheinlich nur mal 10 Dollar oder sowas mit. Ah, okay, ein bisschen habe ich verloren. Weg mit dir. Wie geht das? Erstmal weg. Die haben wir mitgenommen. Den Apfel braucht man nicht. Also die Zwischensequenz war echt großartig. Nee, ich will mir das jetzt nicht nochmal geben, Mann. Wir haben es schon gesehen. Ladies, welcome to my lair. So, ab geht's. Ey, jetzt muss ich alles überspringen. I lost the love of my life. So,
Das ist auf jeden Fall sehr geil gezeichnet, also ich mag das, ich finde auch das Spiel ganz cool. Und ich finde es ganz cool mit dem Bossen. Wie er runter... Ah, er verliert doch Leben, wenn er runterfliegt. Komm, komm. Was? Ich versteh's halt nicht ganz. Was machen diese Dinger? Nein, ich will da nicht rum. Ah, okay, ich verliere nur ein bisschen. Komm. So, er ist runtergeflogen, sehr gut. Ah, okay, die fliegen da noch nicht mehr, toll. Ist also auch wieder so ein unfairer. Du kannst es halt einfach nicht blocken. Weil der halt so schnell angreift. Ich drück und es geht einfach nicht. Okay, dritter Beast-Modus. Alter, nee, geh weg. Alter, wie viel Leben verliere ich denn? Alter, ich verliere wahnsinnig viel Leben. Ah, ich bin schon wieder weg. Ah, oh, das ist ja ultra bad einfach. Boah, ich pack diesen Boss nicht. Ah, toll. Jetzt kann ich wieder alles überspringen. Weg mit dir. Ladies. Weg mit dir. Weg mit dir. Und I lost the love of my life and dir. Alter, dieses Ding macht so Schaden, Mann. Und diese Hitbox ist halt teilweise so komisch. Ah, ich drück doch die ganze Zeit immer wieder neu aufs Blocken. Damit sie vielleicht dann. Das funktioniert aber nicht mehr. Alter, ich kassiere jetzt allein schon die Hälfte, dass er am ersten Balken. Das ist doch lächerlich, ey. Ich bin so. Okay, ich darf nur 3er-Schläge machen, weil sonst frisst mich der einfach auf. Das ist unfassbar. So, so geht's. Ah, okay, ich dachte schon. Jetzt kommen die Gegenstände. Kann ich die blocken? Ich würde gern das Essen haben. Komm, das ist doch dämlich. Das ist so eine feige Pussy einfach. Jetzt kassiere ich schon wieder, ey. Warum geht die Vierer-Kombo nicht? Warum muss ich so dumm den angreifen? Ey, ich war doch schon viel weiter weg.